Weiter geht's mit dem nächsten HSC-Update steht an. Neuzugang ist da Max Kummer. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo Max. Ich freue mich auch. Hi. Die Saison, zumindest die Vorbereitung, hat schon mal begonnen. Und du stößt jetzt zum HSC dazu. Dein erster Trainingstag wird dann der 1.7. sein. Wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, beim HSC in der Regionalliga zu spielen? Also ich wollte auf jeden Fall in der Regionalliga bleiben. Und möglichst auch in Hannover, weil ich hier studiere und das auch fortführen wollte. Und ja, dann kam der Kontakt mit Martin Tolomka zustande. Und wir hatten ja sehr positive Gespräche und dann fiel es relativ leicht, mich für den HSC zu entscheiden. Mit dir haben wir jetzt nochmal einen zentralen Mittelfeldspieler dazu gewonnen, den wir auch in unserer Mannschaft mit Sicherheit gut einsetzen können. Du hast in Hannover einige Stationen bereits durchlaufen. Du hast einige Teams kennengelernt, warst natürlich auch im NLZ hier bei 96. Was war da deine prägendste Zeit? Also meine erfolgreichste Zeit war bis zur U17. Da habe ich eigentlich jedes Spiel gemacht. Danach kam immer mal wieder eine Verletzung dazwischen. Aber ja, war immer eine coole Zeit da mit den Jungs, mit den, ja, man hatte immer so seine Truppe, die ja ist von Jahrgang zu Jahrgang durchgegangen sind. Es kam immer ein paar neue dazu, aber es war immer eine gute Zeit, gute Freundschaften entstanden und hat ja immer Spaß gemacht, da zu spielen. Nach der Zeit im NLZ ging es dann zum TSV Havelse. Mhm. Da können wir dich jetzt auch nochmal offiziell zu gratulieren zum Aufstieg in die dritte Liga. Du hast da mitgewirkt. Also, wie waren deine Gefühle, als dann die beiden Spiele gegen Schweinfurt waren und der TSV am Schluss in die dritte Liga aufgestiegen ist? Ja, also leider konnte ich ja auch verletzungsbedingt nicht mit auf dem Platz stehen, aber ich habe es mir natürlich von außen zu angeschaut. Ja, es war ein einmaliges Erlebnis, war Wahnsinn, da ja, in die dritte Liga aufsteigen zu können, die Möglichkeit zu haben und es auch genutzt zu haben, war schon ein einmaliges Erlebnis auf jeden Fall. Steht auf jeden Fall auch in deiner Vita, weil du hast auch mitgewirkt, aktiv, hast selber ja im letzten Jahr die Hälfte der Spiele zumindest teilweise teilgenommen, trotz deiner Verletzung, aus der du jetzt rauskommst. Was sind denn deine Ziele mit dem HSC hier? Ja, als Team natürlich, also sowieso die Klasse zu halten und wenn wir auf dem Platz stehen, will ich jedes Spiel gewinnen und ja, so viele wie möglich. Und ja, Spaß haben einfach mit den Jungs wieder, dass es endlich wieder losgeht und ja, möglichst viele Spiele gewinnen auf jeden Fall. Wir gucken mal so ein bisschen, deine Position ist das zentrale Mittelfeld. Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Spielertypen. Siehst du dich eher so als Spielgestalter oder bist du der klassische Box-to-Box-Spieler? Ich würde sagen, ein gutes Zwischending. Also ich bin teilweise auch ein Box-to-Box-Spieler, aber auch so der Spielgestalter, der ja, so ein bisschen die Bälle verteilen kann, relativ gutes Spielverständnis hat. Also ich würde so ein Zwischending sagen. Gibt es da ein Vorbild für dich? Ja, da gibt's ein paar. Also fußballerisch war immer Andres Iniesta ein großes Vorbild. Jetzt ist Box-to-Box-Typ Leon Goretzka ein super Spieler. Also irgendwie sowas dazwischen. Ja. mit Andres Iniesta bist du auf einer Wellenlinie hier mit unserem Bereichsleiter Nachwuchsfußball, der auch sagt, Andres Iniesta ein unglaublich toller Spieler, lässt die Dinge, die so schwer sind, so einfach aussehen. Ja. Dementsprechend, wenn man da so ein bisschen sich was abschauen kann, natürlich perfekt. Ja, absolut. Wir gucken so ein bisschen mal in die Zukunft. In einem Jahr stehen wir beide hier wieder. Die Saison ist vorbei. Mhm. Und was würdest du sagen, war denn für dich als Person und auch für den Verein eine erfolgreiche Saison? Ja, für mich als Person natürlich erstmal, dass ich verletzungsfrei durchgekommen bin, so viele Spiele wie möglich, viele Spiele über 90 Minuten gemacht habe und mich ja, weiterentwickelt habe. Als Verein ja, auf jeden Fall die Klasse halten, das denke ich ist das Ziel, aber bin ich auch optimistisch gestimmt, dass wir das schaffen. Ja. Und ja. Dann wünschen wir dir natürlich erst, dass du verletzungsfrei bleibst, hier einen super Einstand beim HSC hast und eine geile Saison spielst. Viel Erfolg, Max. Danke dir für deine Zeit. Vielen Dank.